Sylvanas richtig gut ist. Also haben die Teams wieder angefangen, damit zu experimentieren und vor allem mit Thrall nach wie vor, also ist ähnlich wie Diablo. Auch wenn der Tank oder der Held jetzt nicht immer präferiert wird, in der Kombination mit einem anderen Pick, macht er dann halt schon Sinn. So ähnlich wie damals halt Kerrigan Uther, ist es jetzt halt auch mit Sylvanas Thrall oder Diablo Thrall. Also mal schauen, was Edward Gaming da oder anfällt. Leap Silence auch. Leap Silence ist auch richtig stark. Und die Sonne ist auf jeden Fall früh wieder eingetütet für Easter, also die fand ich vorhin echt crazy gut. Ich bin mal gespannt, wie hoch hier Zul jetzt geratet wird, weil eigentlich Lane-Control-mäßig und halt einfach Wave generell, toll. Die Chinesen spielen einfach ein ganz anderes Spiel als wir. Nee, also sie spielen einfach nur, ich will reinfahren. Also sie spielen, wenn wir denken, Busfahrer ist reinfahren, dann haben die, weiß nicht, wie heißt da Hochgeschwindigkeitszug oder so? Also so, denen ist halt wirklich alles egal. Jaina hat auch guten Wave Clear, wird wahrscheinlich im nächsten Patch enorm abfallen, dadurch, dass sie keinen Eisblock mehr hat. Nee. Also hat noch einen, aber läuft ein bisschen anders. Aber jetzt auf dem Patch nach wie vor noch zusammen mit Sonja. Also dadurch, dass man sozusagen von der Sonja auch nicht mehr wegrennen kann, doppelt wertvoll. Guck mal, die Jungs bei Easter sind richtig am Feiern. Jaina, Sonja eingeloggt, it's a dream. Ja, die freuen sich tatsächlich immer nur im Draft, weil sie dann schon wissen, gewonnen. Und danach setzen sie dann Thrally Ming für Edward Gaming. Ich hätte jetzt mit Mura oder einem Stun-Tank gerechnet, um sozusagen die Li Ming auf der Rotation besser in Szene zu setzen. Sie werfen den Rega ziemlich hoch, weil der halt als einziger Supporter auch lieb hat. Nein, aber Rega verständlich, zumal man im letzten Spiel ja gesehen hat, was passiert ist, als Easter den Rega hatte, mit sehr viel Frontline-Helden. Es gibt von Easter einen ETC-Bann, weil sie als nächsten Pick natürlich selbst den Muralin anstreben. Schöner Gedanke dahinter. Ich hätte tatsächlich auch den Rega nicht gepickt anstelle von Edward Gaming, aber gut, ist ja nicht meine Entscheidung. Na gut, ich meine, die haben vorhin immer den Rega früh gepickt und oder ich finde ihn generell und das ist immer gut gelaufen. Vielleicht waren sie auch von der Performance ihres Karasims nicht so angetan. Haben jetzt gesagt, wir brauchen was mehr, also was eigentlich immer durchgehen sollte, wenn wir denn einen guten Tank und eine gute Frontline haben. Sorry, das habe ich mir von dir angewöhnt. Ja, ich weiß, es ist ganz schlimm. Ja, ist grausam. Aber ist wirklich richtig ganz schlimm. Ich übernehme das dann, das können wir nicht machen. Ja, okay, alles klar. Das sind zwei so. Rotremer. So. Sylvanas tatsächlich Respekt, finde ich aber richtig, wenn der Gegner. Also Muradin Sylvanas? Also die Rotation mit Sonja wahrscheinlich auf der Botlane und dann Mura Sylvanas Jaina. Kann sich sehen lassen. Gewesen. Ja. Tatsächlich. Mal schauen, was sie alternativ nehmen. Finde ich ganz interessant, wirklich. Also, warum hassen die Chinesen Xul so sehr? Es gibt die Waller. Weil der nichts kann. Xul? Das ist kompletter Blödsinn. Nee, aber ich meine, das ist... Also er kann halt nicht reinfahren. Er kann halt nicht laufen, weißt du? Er hat keinen Gap-Closer. Der kann nicht brawlen. Nicht so gut. Weil guck mal, die können alle super laufen oder laufen disablen. Ja, mir fällt gerade auf, deshalb hat der Muradin auch vorhin nie von Xul das Prism gedodged. Auf Dragonshire gegen Cloud9, weil die einfach nicht dagegen spielen. Ist eigentlich ein Secret Counter gegen Chinesen, weil gegen die ist es dann nämlich wie Hard Engage, die können nämlich nicht den einen CC dodgen, weil die nie dagegen spielen. Aber also eigentlich hat es mein Insanity versucht, ging nicht. Was? Weil tatsächlich, sie haben ab und zu einen getötet, ja, mit dem Zul immerhin. Mhm. Aber dann kam immer ein Partybus von der anderen Seite angefahren mit leuchtenden Farben. Ja. Mit der extra Darkmox-Skin. Da ist der Türe 11 von Edward Gaming. Und da haben wir ja schon eigentlich ziemlich sicke Plays gesehen hier von Edward. Und. Oh, sorry, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Ja. Aber das war inakzeptabel so. Ja, sehe ich auch so. Und da ist er! Das ist Lexul. Da ist er! Caster Curse, activate. Finde ich sehr gut. Edward Gaming hat jetzt hier mit dem Sieg eingeleitet. Also sie müssen natürlich, wenn Sylvanas Greymane draußen sind, irgendeinen Deepush picken. Heißt, wohl oder übel, müssten sie dann den Xul picken. Tatsächlich. Aber also,
Ich würde annehmen, dass sie den Zul einfach quasi wie Abatur spielen. Mhm. Einfach immer nur Wave clearen und weglaufen. Ja, also Mittel zum Depush-Zweck. Ja, genau. Immer hinter der Mauer verstecken und die Sense rauswerfen. Ja. Aber Xul Thrall ist tatsächlich eine gefürchtete Comp. Also ähnlich wie Gast mit Skeletal Mages vorhin auf was Cloud9 gespielt hat und fast geklappt hätte. Mich würde jetzt sehr interessieren, ob wir Poison Rover hier sehen, weil das natürlich ein super Setup für die Leaming ist. Ja. Und für Uta auch schwierig wird. Und auf der anderen Seite ist alles squishy. Also, ah, guck mal, da wurde Winner announced. Hast du gesehen, die Armbewegung vom Edna im Hintergrund? Ach so. Ripped. Die haben wir jetzt gerade durchgegeben. Edward Gaming, besserer Draft, eingetütet Sieg, Skip. Ja. Also tatsächlich so ein bisschen die Wiedergeburt von Tyrael, dieses Turnier. Finde ich schön zu sehen. Aber mal schauen. Findest du wirklich schön zu sehen? Ja, finde ich schön zu sehen. Auf der BlizzCon war das ganz genauso. Tyrael wurde vor der BlizzCon kaum gespielt und auf einmal auf der BlizzCon. Einfach nur, also weil die Utility wurde ja nie angefasst von ihm, sondern einfach nur sein Early Game. Also so weißt du, er ist jetzt halt einfach. So, du könntest ihm auch einfach nichts geben und Sanctification oder so. Und dann würden Leute wahrscheinlich noch Tyrael spielen, weil. Aber wie sind seine Stats bisher? Hat er nicht ziemlich viel verloren? Ja, also ich sage ja jetzt nicht, dass ich damit gewinnen, aber ich sage, ich finde es schön, ihn zu sehen. Schön, er leuchtet wunderbar in Gelb und in diesem Fall Orange. Nein, also es ist toll, weil sie genau wissen, Easter will mit ihnen kurzen Prozess machen. Also es kann wieder so ein Leap into Ring of Frost Game werden oder man chased mit Water Elemental und versucht dann reinzuleapen. Dementsprechend muss ich jetzt die Sonja von Easter überlegen, ob sie das dann machen will gegen Sanctification. Also ist zumindest ein guter Ansatz, Easter auszukontern in dem, was sie tun wollen. Wir gehen auf jeden Fall rein in die nächste Partie. Tomb of the Spider Queen, Edward Gaming gegen Easter Gaming. Also China gegen China. Und vielleicht, muss man tatsächlich fairerweise sagen, eventuell das beste Spiel des Turniers. Weil bis jetzt, die beiden chinesischen Teams tatsächlich wirken fast unschlagbar. Also haben gestern die Gruppenphase hart rasiert. Edward Gaming und jetzt Mindsanity und auch Cloud9 absolut, weiß ich nicht, durchgerödelt. Nice. Ja, auch da muss man halt sehen bisher, sehen wir, dass Xul hier mit seinem Wave-Clear ordentlich erstmal Druck macht. Sonja wurde auch schon direkt in den Ist so herrlich. Nein, ich dachte über was ganz anderes. Ist oben eine Wave, unten eine Wave. Mili-Minions schon tot, Mitte fünf Leute. Einfach so stark, dass die sozusagen entgegenrotieren von zwei Lanes immer wieder in die Mitte, um sich zu fünft zu prügeln. Also sind da gerade noch mit einem Balken davon gekommen, mit dem Thrall, oben auf der Top-Lane. Aber war schon wieder knapp für Edward Gaming, denn Easter macht hier ordentlich Druck. Aber tatsächlich stimmt das ja, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen, was den Zul angeht. Er traut sich nicht, die Wave zu clearen, weil wenn er auf der Mitte der Lane steht, ist halt eigentlich schon tot. Ja, das stimmt auch natürlich wieder. Aber auf der anderen Seite, man sieht ja hier, er schafft es da eigentlich ganz gut, die Wave zu killen. Die ist halt schon extrem ausgepusht da. Und da muss jetzt natürlich Easter erstmal gucken, dass er das Ganze deep pusht. Ja, das letztendlich sagt aus, dass sie Xul gepickt haben, weil sie einen deep push brauchten. Sie haben, also das heißt, sie haben jetzt nicht nachgedacht, aber hätten sie den Mubadin anstatt des Regas genommen, hätten sie das Problem ja gar nicht. Weil dann hätten sie ETC bannen können, dann hätte der Gegner wahrscheinlich Sylvanas bekommen. Und das wollten sie verhindern. Heißt, sie mussten sich sozusagen für die schlechtere Variante entscheiden. Aber sie haben dafür weil sie einen Tank, der leapen kann, und einen Supporter, der leapen kann. Das ist schon ziemlich sick. Ja, also es ist ein gutes Draft für beide Seiten. Aber man sieht klar bei Edward Gaming, dass sie wahrscheinlich eine andere Möglichkeit, das zu spielen, präferiert hätten. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Liebling auf einmal mit einem Cloud9-Mount durch die Gegend fährt? Ja, das ist so ein bisschen BM, weil die vorhin halt böse gereckt wurden. Aber ja, apropos Rectening, Easter Gaming hat gerade ihre Jaina verloren. Und das Level Vorsprung ist eingetütet für Edward Gaming. Und das Payment nicht jetzt direkt möglich, aber natürlich
Total wertvoll, auch zwischendurch einfach schon mal 40 ja. Gems einzuzahlen. Also das finde ich auch sehr interessant. Normalerweise warten Teams ja ganz gerne mal, bis sie ihre 50 Gems zusammen haben. Aber Edward Gaming, die sagen, nee, wir haben so Angst, dass hier mal direkt drüber gefahren wird. Wir zahlen einfach direkt zwischen den Rotationen immer mal wieder ein, damit nee, wir nicht wirklich viele Gems verlieren. Also ich meine, genau, du hast völlig recht. Das ist halt eigentlich total wichtig, das zu machen. Also Team Liquid macht das manchmal nicht, das stimmt schon. Nein, also ich meine... Wir kriegen ja nie ein Kill. Ja, aber Spaß beiseite. Dadurch, dass die Jaina tot war, hast du natürlich den Freiraum, den du brauchst, um einzuzahlen. Obwohl der Gegner mehr Druck für einen Kill hat, normalerweise, wenn sie zu fünft sind. Vor allem der Jaina-Pickoff dann halt doppelt wichtig, weil Jaina immer das Follow-up für Muradin ist. Ja, aber mit Zul haben sie... wir sehen erstmal sein Geld gegen die Sonja. Aber natürlich der Tyrael keinen Lockdown an. Eigentlich, wie gesagt, eher später stark. Obwohl er ganz gut Damage mit reinbringt in meinem Early Game. Eigentlich ist der Zul auch ziemlich gut, was das Payment angeht, weil natürlich das sicke Auspushen dafür sorgt, dass man auch wieder Platz auf der Map hat. Aber genau das hier ist das Problem. Sick ausgepusht zwar, aber dann eben selber nicht so gute Beine. Ja. Ja. Und hat auch ein Riesenproblem mit Jaina, einfach nur weil sein Trade nichts macht. Also aber es ist tatsächlich beides passiert. Ne? Also er sozusagen sorgt für viel Map Pressure mit dem ganzen Wave Clear, den er hat. Seine Teammates können einzahlen, aber gleichzeitig ist er zu sehr exponiert und wird dafür rausgenommen. Und das hier hätte nicht passieren dürfen. Das war, glaube ich, ziemlich obvious. Aber der Tyrael, kein Problem, hüpft raus. Und ja, tatsächlich auch das natürlich wieder eine große Stärke vom Tyrael, dass er gegen diese gefährliche Doppelstun plus Jaina-Kombo eigentlich immer rauskommen müsste. Und der Blizzard dann eben auch entsprechend nicht so viel Schaden machen kann. Ja. Alter, uns geht es nicht so wie jetzt mit den. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin schon kurz davor, meine Kapuze Edward Gaming hat jetzt die Webweaver bekommen und können jetzt mit Li Ming und Xul auch an sich, also das ist so ein bisschen die zwei Picks, die man haben möchte, wenn man nicht allzu viel Druck auf seiner Backline hat, um die dann zu benutzen, um damit zu pushen. Also ja, man sieht oben, Valar kann nur noch flüchten, weil eine Armee von Zombies und Spinnen das Fort jetzt abreißt. Muradin kommt aber zur Hilfe und kann jetzt mit einem Clap total broken. Übrigens kein Edward Gaming zum Rückzug. Kein bescheuerter Battle Momentum Bild auf den chinesischen Muradins. Just saying. Netter Hate. Sag mal, ist das endlich der Healing auf der Ute? Was hat Ute auf 4 geskillt? Amplified Healing. Amplified Healing. Einfach, damit er länger drinstehen kann, um länger zu brawlen. Also. Ja, aber sonst keiner, weißt du? Wer braucht schon Protective Shield, wenn man auch einfach Amplified Healing nehmen kann? Das ist der sogenannte Tank-Router, oder? Ja, verstehe ich das falsch? Auf jeden Fall. Das ist der Klassiker, ja. Normalerweise geht man dann noch auf die E-Build, dass man für Auto-Attacks auch den Reset dann auf den Stun kriegt, aber wurde ich ja weggelassen. Na gut, Cleanse mitzunehmen gegen den Tyrael, falls der Judgment geht, ist natürlich auch wichtig. Da kommt das Blut auf Ute, aber kommt kein Follow-up. Und Edward Gaming muss sich da jetzt erstmal zurückziehen. Dann geht's auf den Brawl. Also, man muss wirklich sagen, dass sich Edward Gaming dann noch für Xul entschieden hat, obwohl der Gegner Jaina und Sonja hat. Also der Xul wird so leiden, das ganze Spiel. Der kann ja nichts machen. Aber der Tyrael ist getriggert und jetzt wird der Turnaround eingeleitet. Und tatsächlich direkt hier die Jaina rausgenommen und da kommt ein schönes Thundering direkt hinterher. Da oben geht's jetzt auf die Waller. Der Todesbrawl einfach, bis beide keinen mehr am Leben haben. Ja. Webweaver gespawnt für Easter, aber anstatt zu sagen, wir warten 10 ab, sagen sie sich einfach, auf geht's. So. Schlägerei. Ach man. Wieso eigentlich, warum ist denn eigentlich Kubild auf der Waller gewählt worden? Das verstehe ich überhaupt nicht. Um den Xul zu töten. Aber der Xul hat immer Skelette neben sich. Ach so, ja, wahrscheinlich, weil der Heiler jetzt kein Protective Shield, die Valar nie heilen kann. Also sie spielen Triple Frontline mit Uta und dann muss die Valar sich sozusagen selbst versorgen. Einfach damit es immer weiter reingehen kann. Ja. Keine Kompromisse. Ja, Jaina ist auch Selbstversorgungsbild. Braucht auch kein Mana, muss nämlich nur einmal besser drauf machen. Ist Hilfe zur Selbsthilfe. Der Uta ist wie die EU. Okay. Oh, da kommt ein schönes Lieb hier auf Xul und... Ja, Lieb hatte und da kommt überhaupt keinen Effekt. Trifft hier aber eigentlich bisher nur trifft den Muradin, weil Easter Gaming früh genug gesehen hat. Alles klar, ziehen wir uns zurück. Aber interessant, nachdem die Engagements vorhin immer so phänomenal gut waren, jetzt der Lieb völlig random, ohne Follow-up, der Blizzard kommt 2 Sekunden später, da sind schon längst alle abgehauen. Das war schon lustig zu sehen.
Und das nächste Payment geht jetzt hier wahrscheinlich an Edward Gaming und die können auf einmal wieder zurückkommen. Übrigens immer der Sul, richtiger Hater, geht immer zu gut dahin. Du kannst dich nicht selbst glänzen. Aber irgendwie verliebt. Der Sul sagt, Junge, guck mal auf meine Regen. Hast du so eine Regen? Nein. Direkt. Ich heile ihn mal.